Ja, ich kenne solche Tage, an denen ich aufwache und denke, oh Gott, nicht mein Ding. Und ich kenne es auch, dass ich Yoga mache und meditiere und irgendwie ist immer noch so das Gefühl, das ist nicht so mein Tag. Und dann hilft bei mir, dass ich in die Natur gehe. 5 Minuten genügen oft schon. Dass ich meine Füße auf diesem Boden spüre. Dass ich mich ganz aktiv wieder daran erinnere, dass ich hier sein will. Dass ich mich daran erinnere, dass ich hier sein will, um zu strahlen, um Licht in die Welt zu bringen. Und manchmal, ob du es glaubst oder nicht, ist dann immer noch nicht besser. Und dann entscheide ich mich, dass ich ein Video mache. Einfach so. Ich weiß meistens nicht mal über was. Und in dem Moment, in dem ich mich in diesem Video sehe, weiß ich, okay, der Tag ist großartig, denn dieses Gefühl, das ich am Morgen hatte, dieses Gefühl, das ich beim Aufwachen und bis jetzt hatte, das war einfach nur ein kurzer Abschied von einem alten Thema, das vielleicht gar nicht bewusst sein wollte. Denn in dem Moment, in dem ich mich sehe, sehe ich, wow, noch mehr leuchten, noch reiner bin ich, noch mehr erleuchtet im Licht. Und genau so kannst du es auch machen. Wisse, dass alles, was sich komisch anfühlt, das ist, was im Grunde gerade dabei ist zu gehen, sich von dir zu verabschieden, oft nach einer sehr, sehr langen Zeit. Also gönn dir diesen kurzen Abschiedsschmerz. Nimm dich in die Arme, so wie du jemanden in die Arme nehmen würdest, der jetzt deine Zuwendung braucht, weil es ihm oder ihr nicht gut geht. Und in dem Moment, in dem du dich umarmst, dein Herz für dich öffnest, kann sich das Thema verabschieden. Spürst du, dass du wieder hier bist, dass du neuer bist, weicher, dein Herz mehr offen ist und du mehr leuchtest. Und darum geht es doch in deinem Leben, dass es dir gut geht, dass du leuchtest für dich. Du bist so wertvoll. Also sei gut zu dir. An diesem und an allen anderen Tagen. Danke, dass es dich gibt.